weil Frau Weigel gerade alles durcheinander wirft. Ich muss darauf achten, dass Fragen beantworten werden. Und die Frage an Sie lautet, werden wir zur Kriegspartei, indem wir jetzt noch stärker in diesen Krieg eingreifen? Nein, wir werden nicht Kriegspartei. Das Völkerrecht ist eindeutig. Die Ukraine ist angegriffen worden. Das ist völkerrechtswidrig. Völkerrechtskonform ist es, dass ihr Staaten beistehen, indem Material gegeben wird. Ganz wichtig, kein Deutscher oder NATO Soldat steht auf dem Boden der Ukraine. Und lassen Sie mich noch eins sagen, ich höre immer rote Linie, rote Linie. Wer setzt denn überhaupt welche Linie fest? Vielleicht sollten wir mal eine Linie festlegen. Das haben wir jetzt gemacht, bis wohin Wladimir Putin mit dieser Art noch Erfolg hat. Und diese Linie hat er überschritten und nicht wir. Frau Weidel, ich würde gerne... Ich habe verstanden, und wir haben ja auch darüber geredet, wo die Gefahren sind in diesem Krieg, auch eben für die beteiligten Parteien. Was mich interessieren würde, wenn Sie sagen, es ist ein Krieg, der völkerrechtswidrig ist, was ist Ihr Vorschlag, um diesen Krieg jetzt zu beenden? Friedensverhandlungen, sofortige. Und der Kollegin rate ich an, sich mit anderen NATO-Staaten zu unterhalten, um ihnen zu erklären, wo die roten Linien sind. Sie wissen es offensichtlich nicht. Und das halte ich wirklich für hochfahrlässig. Sie wollen unser Land in eine hochgefährliche Situation bringen. Und wir werden unser Land in eine hochgefährliche Situation bringen, wenn wir weiter an der Eskalationsspirale drehen. Friedensverhandlungen wie? Wie ganz konkret? Also ich würde es gerne müssen ganz konkret die Leute, Sie müssen Was macht jetzt die Bundesregierung? Was machen andere Länder? Wer soll an den Tisch? Wer bringt Herrn Putin dazu? Wie soll das konkret werden? Der Kanzler und die Außenministerin sind in dieser Frage natürlich gefragt. Also die rufen jetzt an und sagen, Vladi, wir reden jetzt miteinander. Das so. Ist wirklich jetzt keine banale Frage. Also wie ja, das Sie müssen das auch gar nicht... Frage. Ja, eben. Also Ihnen fehlt ja auch offensichtlich die Ernsthaftigkeit. Nein, erklären Sie es doch mal. Aber es ist die Aufgabe der Bundesregierung, das eben auch herbeizuführen. Aber Sie haben es ja tatsächlich... Sie haben es ja auch tatsächlich... Keine Ansprüche. Machen Sie es konkret. Sehr anstrengend. Also, der Bundeskanzler hat telefoniert mit Wladimir Putin. Was soll er machen? Friedensverhandlungen herbeiführen. Aber dieser Weg das will ich ja die ganze Zeit sagen, aber ich werde von allen Seiten hier... Nee, ich versuche es von Ihnen zu hören. Dieser Weg ist ja dummerweise verbaut worden, weil Deutschland nicht mehr als neutraler Makler wahrgenommen wird. Also diesen Trumpf, den wir eigentlich immer hatten, in dem die Bundesrepublik Deutschland die Linie gefahren hat. Jetzt fangen Sie wieder an zu reden. Gefahren hat immer keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern und ein neutraler Partner zu sein. Dieser Pfad der Tugend aus meiner Sicht wurde ja verlassen. Ja, dass Sie natürlich meinen Satz sagen, ist ja völlig klar. Aber dass Sie von Tugend sprechen, Frau Weidel, ist schon bemerkenswert. Das ist ein Pfad, der leider verbaut wurde. Ja. Ich denke noch an die Kopftuch. Und das haben Frauen und Messermänner. Sie reden nicht über Tugend. Und das haben Sie leider verbaut. Gut, und das also, haben Sie wir mit bleiben bei dem Argument und sagen, Friedensverhandlungen, das wünschen sich viele. Gibt es eine Chance dafür? Was kann die Bundesregierung dafür tun? Nein, Friedensverhandlungen nichts im klassischen mehr. Sinne. Also der Traum, Frau Maigler hat ja gerade gesagt, man soll Friedensverhandlungen machen, um dann anschließend zu sagen, der Weg ist verbaut. Also gibt es die jetzt oder nicht? Sie werden natürlich mit Putin keine Friedensverhandlungen schaffen. Das müssen Sie. Er wird Folgendes. Letztlich will er die Ostukraine. Deswegen versucht er jetzt auch mit einem Referendum eine Situation auszulösen, quasi, dass er jetzt dieses Land annektiert, behält. Auf der Basis mit ihm zu sprechen, ist unsäglich, weil nach wie vor gilt, dass die Unantastbarkeit des ukrainischen Gebietes nach wie vor ist das von elementarer Bedeutung, abgesehen davon, dass die Ukraine selber, also weder das eine noch das andere Land, sich da in dem konkreten Fall einzumischen hat. Aber ein Gespräch zu glauben, wir setzen uns mit ihm an einen Tisch und dann rollt er sich ein und nimmt seine Soldaten, geht nach Hause und sagt, okay, dumm gelaufen, das ist an Naivität nicht zu überbieten und das wissen Sie. Das wissen Sie ganz genau. So, Frau Weidel, es gab eine Gruppe von Landtagsabgeordneten der AfD, die sich auf den Weg gemacht haben in die besetzten Gebiete. Wir haben heute davon erfahren, dass sie schon in Russland sind und eigentlich weiterreisen wollte, jetzt eben in die Gebiete, wo jetzt am Wochenende auch Referenden abgehalten werden sollen. Heute Nachmittag dann die Überraschung, die reisen jetzt wieder zurück. Sind die in ihrem Auftrag unterwegs gewesen? Wussten sie davon und warum reisen die jetzt zurück? Also diese Abgeordneten wollten sich ein
objektives Bild der Lage machen. So. Also die Kriegsgräber, und, natürlich, jetzt fangen Sie schon wieder an zu reden. Sie wollten sich ein objektives Bild der Lage machen, so haben Sie es, fangen Sie wieder an zu reden. Und haben das auch so erklärt. Sie hatten natürlich überhaupt gar keinen Parteiauftrag, vertreten die Partei auch nicht. Und ich halte dieses Ansinnen, so wie das auch so sein mag, einen objektiven Eindruck zu gewinnen, als nicht probat. Denn wenn Sie in ein Kriegsgebiet reisen, von der einen Seite bekommen Sie auch immer nur subjektive Wahrheiten präsentiert. Und dementsprechend können Sie sich gar kein objektives Bild machen. Glücklicherweise haben dann diese Delegation auch eingelenkt und kehrt dann jetzt auch der zurück, Flügel. Nicht wahr? Der Flügel. Und jetzt fangen Sie wieder an zu reden. Es war keine Delegation, und dementsprechend Herr Höcke, Höckes Freunde. Konnten Sie sich davon überzeugen, dass das wohl nicht ganz so sinnvoll ist. Das ist und vor allen Dingen auch abgesehen von der Sicherheitslage halte ich das sowieso nicht für klug, gerade in den Donbass zu reisen. Also Herr Tilschneider ist dabei. Das ist jemand, der am Tag des Angriffskrieges getwittert hat. Er hat es nachher dann gelöscht. Russland verteidigt sich. Können wir davon ausgehen, dass das aber auch der Sinn und Zweck dieser Reise war, eben auch ein Signal zu setzen, wir stehen an der Seite Russlands und deswegen gehen wir nämlich den Umweg und gehen über die russische Grenze in diese besetzten Gebiete? Na gut, also Sie haben überhaupt gar keine Möglichkeit, anders einzureisen, weil Sie Kriegshandlungen haben. Darum können Sie nur vom Osten einreisen. Und aber diese ganze Aktion ist einfach nicht zielführend gewesen. Also hat das Konsequenzen für die Dreien, die da reisen wollten? Das besprechen wir natürlich intern. Also Sie behaupten, wir werden nichts davon gewusst. Jetzt fangen Sie schon wieder an zu reden. Sie haben nichts davon gewusst. Sie haben gar nichts davon gewusst. Und das ist doch Ihr Flügel. Und das ist etwas, was wir dann auch nachher noch intern aufarbeiten werden. Ja, da bin ich mal gespannt. Das sind die Gebiete, die jetzt eben, wir haben es heute auch schon mal diskutiert, es sollen Referenden abgehalten werden. Nur kurz, was glauben Sie, was passiert, wenn das tatsächlich in Kraft tritt? Weil Frau Feidel ja gesagt hat, möglicherweise werden wir dann Kriegsbeteiligte, weil dann Angriff auf diese Territorien ein Angriff ist. Naja, das ist russisches Territorium. Ja, das ist ja jetzt ein Hütchenspiel, was Putin jetzt macht. Sie hatten das ja vorher auch hier im Gespräch erläutert. Dieses Gebiet gehört ihm nicht. Er versucht jetzt, weil er offensichtlich militärisch ganz große Probleme hat. Er kriegt nicht mehr genug Soldaten an die Front. Die Soldaten gehen, sind geflohen, haben Material zurückgelassen. Das heißt, er versucht jetzt sozusagen im letzten Zug zu sagen, das gehört uns, Referendum. In dieser Situation ein Referendum zu machen, weiß jeder, kann gar nicht. Also ich meine, wenn ich Ihnen die Pistole an den Kopf halte und sage, sind Sie für oder dagegen, könnte ich mir vorstellen, dass Sie dafür sind. Das heißt, wenn man das so ausrichtet, damit will er ja nur einen Raum schaffen nach dem Motto, dann kann eben nicht mehr diese in die Offensive gegangen werden. Okay. Und da kann ich nur sagen, auf dieses Spielchen sollte man sich überhaupt nicht einlassen. Die ganze Welt wird das nicht akzeptieren. Und wo kommen wir da eigentlich hin? So, wir verlassen den militärischen Bereich mit dieser letzten Einschätzung und kommen zu dem, was Sie sagen, Frau Weidel. Sie sagen, die Sanktionen sind für die deutsche Seite schädlicher als für die russische. Ganz im Gegenteil, Gazprom hat die Gewinne steigen können. So haben Sie es auch ausgeführt. Und die Frage, die ich Ihnen stelle, ist, sind Sie jetzt also dafür, diese Sanktionen sofort einzustellen? Und das heißt also ja im Umkehrschluss, man müsste jetzt sofort mit Russland normale Wirtschaftsbeziehungen aufnehmen. Ist das Ihr Plädoyer? Oh, definitiv. Weil wir unsere Volkswirtschaft und die Bürger und die Haushalte selbst verletzen. Also was wir hier betreiben, ist kollektive Selbstschädigung durch die Russland-Sanktionen. Die Menschen merken das. Die Gasversorgung, also die billigen Gasimporte, haben ja das vergangene anderthalb Jahrzehnt, haben sie ja die Energiewende aufgefangen, ne? Und auch die nacheinander Abschaltung der Atomkraftwerke, das wir eigentlich nicht gemerkt haben. Offensichtlich nicht, dass die gesamte Energiewende auf Flatterstrom, also durch Wind und Photovoltaik gebaut ist. Und Sie damit überhaupt gar keinen Industriestaat unterhalten können. Jetzt fällt das weg, das Gas. Also wir haben einfach gesagt, wir wollen mit den Russen nichts mehr zu tun haben. Obwohl Gazprom über Jahrzehnte auch ein verlässlicher Partner gewesen ist. Wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Und haben gesagt, wir wollen das russische Gas nicht, ohne einen Plan B zu haben. Also ich halte das auch
ehrlich gesagt für völlig kurzsichtig, um das noch sehr freundlich auszudrücken. Okay. Auf dem Rücken der Bürger und vor allen Dingen auch unserer Industrie, also der Mittelstand kann das nicht mehr wuchten. Die kleinen, mittleren Unternehmen können das auch nicht. Also das ist etwas, was unglaublich schädigend für unsere Volkswirtschaft ist, warum wir diesen Kurs unbedingt beenden müssen. Ihr Argument? 70%, eine Umfrage von heute, 70% der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger sind trotz dieser Einschränkungen im Energiebereich bereit, die Ukraine weiter zu unterstützen. Das heißt, die Menschen haben in diesem Land ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, was gerade passiert. Die Abhängigkeit, Energieabhängigkeit Russlands ist eine Katastrophe, die wir der letzten Bundesregierung zu verdanken haben, weil der Preis so niedrig war, dass man sich zum Beispiel aus dem Gas verabschiedet hat, was unter anderem aus den Niederlanden kam. Jetzt ist die Situation so, dass die Gasspeicher inzwischen gefüllt sind. Dass wir aber die Energie wird teurer. Die Energie weil das, was wir da reingefüllt haben, ist teurer. Genau, aber das Gas, deswegen also das Argument, Gas ist da. Die Sanktionen jetzt beenden, ja, die das interessant. Nein, die Sanktionen sollte man natürlich nicht beenden. Ich sehe das auch anders als das, was vorher diskutiert wurde. Das wirkt natürlich auf Russland. Dort ist ja schon die Kriegswirtschaft ausgerufen worden. Das heißt, ein normales Leben dort wird sich auf alle Fälle, auch wenn der Krieg dann einmal zu Ende sein wird, und das wird ja einmal, wird sich das massiv auswirken. Insofern ist jetzt die Frage, was machen wir hier? Mhm. Und es ist ganz interessant, dass wir heute zum Beispiel Flüssiggas einkaufen. Wenn wir darüber vor einem Jahr gesprochen hätten, hätten wir eine riesige Diskussion ausgelöst. Viel teurer. Dass wir Terminals bauen an der Küste, an der Nordküste, in einer Geschwindigkeit, wo man mir sagte, von der Idee über die Planung bis zum Erbauen, ist trotzdem teurer. 10 Jahre. Ja, aber man muss sehen, dass eine unheimliche Dynamik gerade entsteht. Ich glaube, und ich finde, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, ich glaube, dass wir diese extrem günstigen Preise, wie wir sie hatten, nicht mehr bekommen werden. Die Frage wird, dass wir die Menge liefern und dass wir jetzt, und das machen wir, kompensieren, dass die Menschen eben entsprechend genug Energie haben. Und gerade der Mittelstand, also der, die eben jetzt nicht im Hartz IV, Sie sagten es gerade, Bereich sind, dass die entsprechend unterstützt werden. Und dafür hat der Staat das Geld, wenn er die Schuldenbremse in Kraft halten will, wie Herr Lindner das möchte? Die Schuldenbremse ist elementar wichtig. Sie ist nicht umsonst im Grundgesetz verankert. Weil wenn Sie das aushebeln, dann wird es fließen ohne Ende, bis kein Geld mehr da ist. Das Resultat wird sein, dass man dann schaut, wo man es sich herholt. Insofern sollte man gerade, wenn Sie mir den Satz noch erlauben, gerade in diesen Zeiten, die ja extrem sind, darauf achten, nicht alle Regeln außer Kraft zu setzen, die sehr wohl der Bundestag im Grundgesetz verankert, mit großer Mehrheit mal da reingeschrieben hat. Würden Sie an dem Punkt zustimmen, die Schuldenbremse soll unbedingt bleiben? Das ging ja eigentlich jetzt auch schnell mit Ja oder Nein. Nein, also es geht eben nicht schnell, weil die Kollegin offensichtlich überhaupt gar keine Einschätzung von Dimensionen, Quantitäten und Zahlen hat. Aber die Schuldenbremse so, einfach jetzt nochmal das zu beantworten? Sie können diese ganzen Pakete, Belastungspakete sind, das können Sie überhaupt gar nicht auffangen. Darum müssen Sie letztendlich mit den Steuern und Abgaben runter. Okay. Schuldenbremse, und, ja oder nein? Ja, natürlich brauchen wir die, aber sie werden sie brechen natürlich. Okay, das gehört mit zur Wahrheit dazu, ansonsten ich weiß nicht rechnen. Ich weiß nicht, wer heute Abend bricht, aber an der Stelle nicht. Die Schattenhaushalte. Danke für die Einschätzungen.